Bei mir kam ein Paket an, von dem ich nicht wirklich wusste, was drinne sein soll. Das hier ist das Paket. Und da gucken wir jetzt mal rein. Als erstes hatten wir das hier drinne, weil da weiß ich auch noch nicht, was da genau drin ist. Also das Ding hatte ich auch noch nicht offen. Und dann gucken wir mal. Also ich gehe stark davon aus, dass das hier die Bowl ist. Sieht nach einer, ja, ist ein Standard-Drop. Ja, ist eine ganz normale Alpha-Bowl. Die Alpha-Bowls haben immer so einen ganz leichten grünen Schimmer. Also wir haben eine Standard-Alpha-Bowl, wie sie auch beim Modell X und Co. mit dabei ist. Das hier, ein Misha Ismay Shisha. Oh, wild. Okay, dann haben wir noch den Stovorodka HMD. Wild. Das ist wohl, also das ist wohl ein HMD. Hä? Also erstens, der, also ich bin verwirrt. Der ist unten rund und hat dann hier mehrere Einlegeplatten. Warum? Also soll ich hier wählen, ob ich die nehme oder ob ich die nehme oder beide? Und warum ist der rund? Das ist ja wild, oder? Auf jeden Fall ist es mal was anderes. Finde ich schon mal geil. Dann haben wir Sticker, I guess. Ja, wir haben auf jeden Fall Sticker. Und dann haben wir noch eine Misha Rebel Zange. Aber hey, das ist für russische Verhältnisse sogar mal wundervoll entgratet. Bisschen kurz für den Anzünder, aber glaube ich ganz cool, um so am Köpfchen rumzumachen. Und dann haben wir hier noch einen etwas größeren Karton. Den hier. Misha is my shisha. Also wer sich den ausgedacht hat, ne? Der war auf jeden Fall on point. Lemon Collar, not a fake. Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt, wenn auf meinem Karton not a fake draufsteht. Also St. Petersburg. Oh, warte, geht schon auf. Dann haben wir hier ein Blatt mit Revolt. Misha is my shisha. Und hinten drauf steht, da könnt ihr, wenn ihr es euch nochmal durchlesen wollt, Pause drücken. Und dann gucken wir mal. Hier haben wir direkt, oh, hier ist direkt irgendwas. Oh Gott, hier ist direkt irgendein kleiner Scheißring abgefallen. So, wir haben ein Tauchrohr mit einem Plastik-Aufsteckdiffusor. Das ist natürlich nicht das Schönste, was es auf der Welt gibt. Aber ist wohl günstig in der Produktion und erledigt wohl seinen Job. Wie lange dieser O-Ring da hält, man weiß es nicht. Vertrauen ist eingeschränkt. Ja, und dann haben wir, glaube ich, schon die ganze Pfeife an sich, ne? Also wir haben eine sehr leichte Pom-Base. Wir haben einen Pom-Schlauchanschluss mit zwei O-Ringen. Wir haben vier Bohrungen für die Löcher, einen für den Durchzug auf der Unterseite der Base. Auch das Sleeve ist, ja, das soll hier so kurz ein bisschen aussehen, als ob da Metall drunter wäre, aber das Sleeve ist kein Metall. Wir können ja mal auseinanderschrauben. Ja, dann fällt hier auch schon alles auseinander. Okay, wild. Wie kommt man an die Kugeln? Ich glaube gar nicht, Digga. Oben sind in der Base statt normal große Öffnungen für die Kugeln jeweils zwei, aber kleinere Löcher. Und so können die Kugeln da nicht rausfallen. Ich denke, da wurden unten diese Dinger reingedrückt und damit sind die für immer in der Pfeife. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite ist das natürlich geil, weil wir die Kugeln nicht verlieren können. Auf der anderen Seite ist die Frage, was, wenn ich die wechseln will? Naja, aber zumindest können wir sie nicht verlieren. Hier haben wir actually einfach ein Rohr. Das ist die Rauchsäule. Wir haben ein Rohr als Sleeve. Wir haben nochmal so ein Pom-Ding als Sleeve, wo das dann auch raufpasst. Und das ist auch nur gesteckt. Und das ist auch nur gesteckt. Und hier ist der Pom-Ring und der ist auch actually geschraubt. Dann ist natürlich die Frage, also von der Verarbeitung her und von den Materialien, die gewählt wurden, ne? Und wie das Ganze gemacht wurde, wirkt das auch schon günstiger. Weißt du, wenn der Preis dafür super, super günstig ist, dann kann man natürlich auch weniger Qualität in Kauf nehmen. Die Frage ist nur, was heißt günstig? Ab 80 Euro. Ich meine, ja, das ist eine russische Pfeife, ne? Das darf man wahrscheinlich nie genau so vergleichen. Aber so eine Epox oder so, die ist halt aus Edelstahl. Und die ist halt noch günstiger, ne? Muss man halt wissen, ob man das hier schöner findet. So, schrauben wir mal noch das Tauchrohr dran. Das Tauchrohr wird auch direkt ins Pom reingeschraubt. Ist auf der anderen Seite, würde ich sagen, kein großes Problem. Das ist bei Alpha ja auch so und bei Alpha hat sich das ja auch über die Jahre bewährt. Also ein großer Negativpunkt ist es für mich auf jeden Fall nicht. Wäre das geiler, wenn es Metall wäre? Ja, dieses Bumblebee-mäßige Black and Yellow ist schon nice. Dann haben wir hier noch das Mundstück. Das ist auch wieder so ein Dichtungs... Gut, das ist... Wie soll man das halten? So? Geil. Was ist das? Was haben die sich hier gedacht, Digga? Ist der Finger oben, wird man dich loben. So musst du rauchen. Wo ist eigentlich hier dieses Teil hergekommen? Stem-Kit ohne Bowl. Für ein Huni. Ja, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Also das Mundstück ist auf jeden Fall interessant. Das sieht mehr aus wie ein Kinderspielzeug. Also wenn ich meinem 5-jährigen Sohn seine erste Fake-Pfeife schenke, damit er mit mir Pfeife rauchen kann, dann würde ich mir vorstellen, dass das Mundstück so aussieht. Dann haben wir den Teller. Hier habt ihr es nochmal richtig rum. Schlicht und einzigartig. Ja, finde ich auch nice. Eine Kopfdichtung und ein Schlauch ohne Branding. Das ist okay. Ja, und das war's auch schon. Dann liegt hier noch dieses Inlay drinne, wo die Teile drinne waren. Und das war es. Dann würde ich sagen, schrauben wir mal noch hier den Teller fest. Das ist auch ganz süß. Guck mal, ich weiß nicht, ob ihr das eben gesehen habt. Da hängt noch so ein kleines Logo-Ding mit dran. Das ist auf jeden Fall auch cute. Der Kopfadapter ist zwar nicht gerändelt, hat aber immerhin noch 3 kleine Einkerbungen. So, haben wir. Den Diffusor will ich aber, glaube ich, abhaben. Und dann nehmen wir uns mal hier noch die Bowl. Packen die Pfeife da drauf. Teller wie Alpha oder leichter? Ich würde sagen, slightly leichter, aber nicht bedenklich leicht. Aber generell fühlt sich die Qualität schon deutlich weniger hochwertig an als bei einer Alpha. So, der Ring, habt ihr gesagt, ist vom Schlauchadapter. Ja, und der soll da einfach so drauf liegen, oder was? Willst du mir jetzt sagen, das ist es hier, oder was? Dann garantiere ich, dass ich den innerhalb von einem Monat verlieren werde, wenn das wirklich so soll. Also wenn das die Mission ist von diesem Ring, Schlauch dran hält, ja, aber Problem, bei mir werden Schläuche immer vom Adapter abgemacht. Okay, das Gebaumel hier, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Also ich meine, ja, in der Regel hörst du das hoffentlich nicht, weil du die Pfeife nicht großartig bewegst, aber ja, würde ich sagen, ich spüle da einmal Wasser durch und dann testen wir das Gerät auch, oder? Premium-Mundstück dran, läuft. Der feine Herr raucht heute Pfeifchen. So ein Ding ist das. Und das ist das Köpfchen, was wir jetzt testen werden auf der Alpha. Natürlich mit Alpha-Köpfchen. Das ist natürlich eine Frage, ne? Benutzen wir auch diesen HMD? Müssen wir eigentlich, ne? Ich lege die jetzt ganz an den Rand. Ja. Das ist mehr wie so ein Kamin sieht, was man dann benutzt, ne? Und der hat einen Windschutz benutzt. Dann machen wir das natürlich auch. So. Und dann warten wir. So. Wie lange war das? Vorneweg 5 Minuten, die wir gewartet haben. Vielleicht nehmen wir erstmal den Windschutz ab und gucken uns mal die Kohle an. Oh, Kohle geht fast gar nicht unten aus. Also weniger als im normalen HMD auf jeden Fall. Das funktioniert gut. Ich drehe die trotzdem mal und ich verrutsche die auch schon ein bisschen. Brennt eure HMDs aus. Aber blau auf decent, blau auf decent. Relativ standardmäßig die Rauchsäule nach oben. Aber schön. Schön, aber basic. Also, mir geht's actually gerade nicht darum, dass da irgendwie Rückstände sind und es komisch schmeckt. Ich weiß ja so ungefähr, wie ein HMD schmeckt, der nicht gescheit ausgebrannt ist. Aber der Geschmack ist super flach. Also als ob mein Kopf nur halb voll mit Tabak wäre. So schmeckt das ungefähr. Als ob ich Luft ziehen würde. Durchzug, um mal auf die Pfeife zurückzukommen. Erstmal wunderschönes Geräusch, oder? Warte mal. Also Blubbern von der Pfeife ist toll. Durchzug russisch mit einem guten Widerstand. Also ist schon unter den strengeren, aber nicht zu strengen russischen Pfeifen für mich persönlich. Ich muss aber dazu sagen, das war ein sehr fluffiger, auf Abstand gebauter Mehrloch. Und wenn das dann so streng ist, also für wie ich den Kopf jetzt gebaut habe, finde ich den Durchzug sehr angenehm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, damit einen Funnel-Vollkontakt zu rauchen, ich glaube, das wäre scheiße. Ist halt auch die Frage, wie viel Durchzug dieser HMD nimmt, ne? Die Schlitze da unten drin waren schon sehr klein. Wir hätten maybe doch erstmal mit einem Onmo oder sowas testen sollen. Ja, Geschmack wird aber noch besser. Ja, so langsam kommt auch die Süße. Er war unglaublich flach, der Geschmack. Sehr wenig Süße, sehr wenig Definition. Und das kommt jetzt gerade alles noch so ein bisschen. Obwohl schon am Anfang relativ viel Rauch da war. Vor allem verglichen mit dem, was ich dann erwarte. Also HMD weiß ich nicht. Pfeife finde ich bis jetzt sehr cool. Würde aber sagen, das ist eher was für Mehrlochrauchen. Also Funnel, Vollkontakt wäre, glaube ich, nichts mit der. Dafür ist der Durchzug jetzt schon zu eingeschränkt. Also wenn ich jetzt das, was ich fühle, in Pascal ausdrücken soll, falls ihr die ganzen Durchzugsvergleichstabellen von mir kennt, dann wisst ihr, was ich meine, würde ich die mit dem kompletten Setup auf eine 500 oder sowas einschätzen, also schon eher bei den strengeren russischen Pfeifen, für einen fluffig gebauten Mehrloch, aber noch vollkommen okay.
Aber es wird immer besser. Gut, ich rauche mal noch ein bisschen und dann kommen wir nochmal mit einem Fazit. So, erste Ladung Kohle ist jetzt durch. Das mit dem HMD, für den ersten Versuch hat es eigentlich ganz angenehm funktioniert. Aber ich bin nicht ultimativ happy und ich will die Pfeife noch ein bisschen besser testen können. Deswegen machen wir jetzt noch einen Kopf. Okay, ich habe jetzt nochmal ein komplettes Köpfchen mit einem Setup von mir geraucht. Ich bleibe immer noch bei meiner Meinung, dass der HMD das größte Problem war bei der Rauchentwicklung, weil mit dem Kopf hat es wunderbar geraucht. Wir können mal gucken, was noch rauskommt, aber viel wird es nicht mehr sein. Ja, geht. Aber ne, Köpfchen neigt sich langsam dem Ende. Misha ist my Shisha. Die Misha Shisha von Alpha. Also man merkt, dass es ein Low-Budget, eine Low-Budget-Variante von der Alpha ist. Das merkt man auf jeden Fall. Das ist nicht dieselbe Qualität, die man von Alpha gewohnt ist. In Gelb ist es jetzt nicht meine Lieblingspfeife. Aber für viele wird es vielleicht eine Pfeife sein, wo sie sagen, boah doch, ich finde die schön, die ist clean, finde ich toll, russig und so. Und dann kann man es machen. Rational gesehen gewinnen die deutschen Pfeifen preis-leistungsmäßig. Wenn du in die russische Shisha-Kultur reinschnuppern willst, wenn du was Cooles, Großes für ein Mehrloch haben willst, das heißt bisschen eingeschränkterer Durchzug von der Pfeife, dann ist sie schon ganz geil. Aber hat halt eben ihre Abstriche. Bin gespannt, was ihr zu der Pfeife in den Kommentaren sagt. Wir sehen uns im nächsten Video.